Hallo zusammen, wir sind heute bei Korallenzucht Mörs, weil ich habe mir mal ein bisschen Hilfe geholt, um euch auch wertvolle Tipps zu geben zu dem, wie man Aquarium hält, wie man es erfolgreich pflegt und wer ist da besser geeignet als ein Korallenzüchter. Und da sind wir heute beim Thomas, wie gesagt Korallenzucht Mörs, und wir hören uns mal seine Geschichte an, wie er überhaupt da reingekommen ist, wie er angefangen hat, wie es zu diesem Laden gekommen ist, und dann gibt er euch auch noch wichtige Tipps, wie ihr euer Aquarium auch erfolgreich betreibt. Wir sind jetzt bei Korallenzucht Mörs beim Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Danke, dass wir kommen durften. Oder ich kommen durfte, ich bin ja alleine hier. Selbstverständlich, und, ja. Wie gesagt, der Kanal ist ja für Leute, die gerade anfangen, und ich habe schon vorher angekündigt, wer hat die besten Tipps als jemand, der Korallen züchtet, der genau weiß, was die Korallen brauchen, damit die schnell wachsen und sich gut in der Farbe ausbilden. Aber ich glaube, was viele auch noch interessiert ist, wie hast du denn angefangen, überhaupt mit der Meerwasser-Aquaristik, und wie ist es dann zu diesem doch schon großen Laden gekommen? Also angefangen habe ich natürlich durch Hobbyismus, wie jeder andere auch. Ich kann mich ganz genau erinnern, da habe ich jetzt bei einem Händler in der Umgebung zum ersten Mal Meerwasserbecken gesehen, und ich wusste, das ist meins, das ist einfach das, was ich will. Ja. Dann konnte ich mir das anfangs nicht leisten, habe dann angefangen, erstmal Literatur zu lesen. Also in meiner Zeit, wo ich angefangen habe, war Internet noch nicht so wirklich, nicht so gängig wie heute halt. Ja, da sind wir oder ich zumindest auf die Literatur angewiesen. Ja. Und habe mich natürlich dann bei den Händlern nach guten Literatur erkundigt und so weiter, die Bücher alle nacheinander reingezogen, wie man das so sagt. Und dann habe dann irgendwann mal mein erstes Becken gestartet. Ja. Das war so Anfang der 2000er. Ne? Ja, genau. Ich glaube, das war noch die Zeit, wo ich mich ins Internet einloggen musste. Ja, genau. Modem. Mit K56 Modem. Also ja. Wie gesagt, das war noch keine Zeit, keine Internetzeit. Ja. Man musste viel Geduld mit sich bringen und so weiter. Und zu meiner Zeit war jetzt der Erfahrungsaustausch auch nicht so immens wie heute. Ja. Man musste sich wirklich blutig teilweise das Wissen aneignen. Du bist okay. Immer weiter hinten, ja, dann bist du aus dem Bild. Ja, okay. Wegen Abstand halt. Ne? Man will jetzt natürlich auch versuchen, irgendwie die Abstandregel zu befolgen und so weiter. Ja, wir müssen ja gucken, wegen Corona alles ein bisschen lockerer inzwischen. Genau, ja. Also wie gesagt, zu meiner Zeit war das halt so, hat mich halt viel Zeit, viel Recherchen gekostet, aber gut, irgendwann hat man den Dritt gehabt, wie das funktioniert. Und dann habe ich relativ schnell Erfolg gehabt. Ja. Habe auch angefangen, die ersten einfacheren Steinkorallen zu züchten, mit Erfolg. Was waren das dann? Euphilias? Das waren Seriatoporas, Stiloporas, hat sehr gut funktioniert. Auf jeden Fall SPS-Korallen, ja. Das war schon immer meine Leidenschaft. Ja. LPS, Euphilias natürlich auch. Zur damaligen Zeit war jetzt zumindest nicht, die Artenvielfalt war noch nicht so als Importtier zu bekommen, zumindest. Ich habe damals noch nicht die Möglichkeiten, die Tiere zu besessen, zu erwerben. Wie gesagt, die Internetzeit war halt eine andere, und man musste sich dann von Händler zu Händler irgendwo erkundigen, was da gerade ankommt, und weil es ist einfach ein bisschen schwieriger. Ne? Wie war es denn überhaupt damals, an Korallen ranzukommen? Ich meine, heutzutage ist ja, ich gucke im Netz. Es ist einfach. Es ist deutlich einfacher geworden, an gute Tiere dran zu kommen, dank Internet natürlich. Früher war das einfach Geduldsprobe. Ja? Man musste einfach mal auf Glück auf versuchen, bei den Händlern sich zu erkunden, wann die Lieferungen ankommen. Man wusste gar nicht, was überhaupt kommt und so weiter und so fort. Also es war schon ein bisschen schwieriger halt. Ja. Ne? Immer so ein Geduldsspiel und einfach Glück. Ne? Dann hat man natürlich
versucht, die Tiere aus erster Hand zu bekommen. Ist halt nicht immer passiert. Dadurch bin ich auch relativ viel in Europa gereist. Also auch komplett auch in andere Länder? Definitiv. Also okay. Ich bin bis nach Nizza gefahren, um Korallen zu erwerben. Und da habe ich auch Ägypten, einige... Oder? Bitte? Ägypten, oder? Nizza ist in Frankreich. Ah, Frankreich. Wieder was gelernt. Ja, das war durch Zufall entstanden und wie gesagt, da habe ich auch schon einige Tiere erworben und wie gesagt, ich habe da... Und das alles aber noch zu privaten Zeiten? Das waren zu privaten Zeiten damals. Sprich, du hattest einfach dein Becken zu Hause und wolltest... Das hat sich einfach so ergeben. Also man hat Urlaub gemacht und in Urlaub hat man dann beim Händler irgendwo angeklopft, man hat schöne Tiere gesehen, man hat sie einfach gekauft und auf der Rückreise halt gut verpackt und mit nach Hause genommen. Ja, das also war bist du im Urlaub da vorbei, hast gesagt, ey, Thomas, man hat wirklich, gefällt mir, ich komme die nächste Woche abholen, bevor es nach Hause geht. Genau so war das, ja. Wahnsinn. Ne? Ja, also war schon Wahnsinn. Also heute mit Internetzeit ist es natürlich deutlich einfacher. Ja. Ich finde, das Wissen hat sich einfach verbreitet, die Haltungsbedingungen sind nicht so geheim wie früher halt. Ne? Ich finde, es gab sicherlich einige Händler bzw. Züchter, die Erfolg hatten, aber die haben das nicht so gerne preisgegeben, um sich da irgendwie zu schützen wahrscheinlich. Ja? Ja. Das gehörte einfach zu einer Strategie. Heute ist es halt anders. Ja? Ja. Wie gesagt, da hast du im Keller angefangen, hast dir weitere Becken aufgestellt. Also mein erstes Becken, das war schon ein relativ stattliches Becken, weil ich jetzt aus der Süßwasser-Aquaristik gekommen bin. Meine ersten Becken waren schon relativ groß, ja. Allerdings in Süßwasser. Ich wusste, dass es darauf ankommt, dass man da, ich sag mal, gewisse Parameter schon mal bieten muss, um jetzt den oder anderen Fisch halten zu dürfen. Ich habe mich da in einige Fische verliebt, die wollte ich immer haben, zum Beispiel der Acanthurus sohal, das war damaliger Favorit von mir, den wollte ich unbedingt haben. Ich habe gelesen, der braucht 2 Meter Becken und das war für mich Maßstab, das war jetzt auch mein erstes Meerwasserbecken, habe ich direkt mit 2 Meter angefangen. Das ist ja heute, wie gesagt, kein Einsteigerbecken mehr. Nein, nicht mehr und ich würde jetzt auch nicht unbedingt jemand raten, direkt da mit sowas anzufangen, definitiv nicht. Andersrum, Nano Aquaristik war damals noch ziemlich unbekannt. Also, um genau zu sagen, man ist immer davon ausgegangen, dass umso größer, umso einfacher. Ja. Das ist auch teils richtig, allerdings mit dem Wissen von damals war das auch richtig. Ja? Ja. Heute kann man sicherlich in kleineren Segment auch mal sehr gute Becken führen. Man muss halt auf gewisse Fischarten nur verzichten. Ja? Ja. Speziell groß werdende Doktorfische, also Vielschwimmer und so weiter, die gehören natürlich nicht da rein. Aber wir haben, ich sag mal so, relativ interessante und schöne bunte Fische, die dann ja, selbst in Nanobecken haltbar sind. Und da muss man sich entsprechend bei den Händlern auch erkundigen. Wenn man jetzt auf die richtigen Händler setzt, wird man auch entsprechend, sag ich mal, ja, beraten. Bei mir wird jeder Kunde auch entsprechend beraten. Ja. Und selbst Kunden, die ich jetzt nicht kenne, die spreche ich immer darauf an, wie groß ist das Becken. Ja. Können Sie oder kannst du den Fisch überhaupt halten und weißt du überhaupt, was der braucht? Oder, ne? Einige Fische gehen auch gerne an Korallenpolypen, da muss man auch mal ein bisschen Rücksicht zeigen. Ja. Und ich denke mal, das gehört dazu, dass der Kunde auch ordentlich beraten wird. Nur so kann man dann auch hoffen, dass der Kunde nochmal wiederkommt und sich dann für die gute Beratung in Form von Einkauf von Waren und Produkten auch mal Danke sagt. Ne? Das ist ja auch ein ganz klarer Vorteil, den stationärer Händler gegenüber dem Onlineshop hat. Definitiv, ja. Der Kunde kann kommen, definitiv, ja. Kann fragen, du kannst ihn fragen, wie groß ist sein Becken. Schau mal, der Fisch bleibt zwar klein, schwimmt aber viel, deshalb ist er nicht geeignet für dein genau Becken. Das, schau mal, ich habe da was anderes Schönes. Genau das, ja. So, und dann, wo hast du deine erste, ich sag mal, richtige Zuchtanlage? Meine erste eigentliche Zuchtanlage, die, ja, das war jetzt so kurz bevor ich mein Gewerbe angemeldet habe, da habe ich jetzt ordentliche Zuchtanlage, die war schon also knapp 3 Meter groß, also mit T5 beleuchtet. Ja. Die älteren Kunden kennen die noch.
Und meine Intention war eigentlich in erster Linie Korallen zu züchten. Ich wollte nicht direkt den Kundenkontakt halten. Ich wollte halt die Korallen an Händler weiter abliefern. Ja. So war die Intention. Nur leider Gottes ist es nicht so passiert. Ich bin oft mit meinen Tieren, sag ich mal, ein bisschen Werbung zu machen, zu den Händlern hingefahren in der Umgebung, wo man jetzt so mit kurzen Anfahrtzeiten noch erreichen konnte, hingefahren. Und wollte die Tiere natürlich entsprechend auch vermarkten, aber habe dann immer wieder Absagen bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die falschen Händler angesteuert. Vielleicht war das auch durch meine, ja, keine Ahnung. Ich scheute davon, weite Wege zu fahren. Vielleicht liegt das auch daran. Und ich weiß nicht, wie es damals war. Ja. Es war ja absolut vor meiner Aquaristikzeit. Mhm. Vielleicht war es ja auch für reine Schätzung jetzt. Vielleicht waren die auch nicht so fähig, die Tiere zu halten. Ich genau weiß das. Es ja nicht, ja. Also das habe ich oft gehört. Also es gab einen oder anderen, die jetzt wirklich viel Ahnung hatten. Ja. Die haben mir aber auch unmissverständlich gesagt, wenn ich jetzt Urlaub mache, ist alles tot. Also ja, ne, die können sie nicht halten halt. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so nicht geht, das muss anders gehen. Und dann habe ich damals meinen ersten Online-Shop aufgebaut und dann erstmal angefangen, die Tiere über Online-Shop zu verkaufen. Ja. Um die Tiere vernünftig zu, sag ich mal, vermarkten und vor allem auch vernünftig und gesund zu transportieren, muss man sich da Strukturen aufbauen. Nicht jede Möglichkeit zu versenden ist geeignet dazu. Man kennt das eigentlich als Händler, also gibt eigentlich bei uns nur Go. Ja. Das sind die Einzigen, die Zulassung haben dafür. Alles andere ist eigentlich, kann man schon sagen, verboten, weil das ist Tierquälerei. Also ich würde niemals irgendwo Tier mit anderen unzertifizierten Versanddienstleister verschicken, weil das ist eigentlich schon, kann man schon sagen, ja, gut, Leichtsinn stimmt, einfach. Das steht ja auch bei DHL, DPD und dieses genau Eisen drin, dass ich halt kein Lebendtier versenden darf. Ganz genau, ja. Und Go hat ja die Zertifizierung, die genau, nur ja diesen Expressversand, genau, soweit so ich weiß. Ja. Ja, natürlich kein Spezialist drin. Genau so. Und das sieht man ja eigentlich auch fast überall inzwischen, ne? Tiere werden mit Go versendet. Ja, das ist richtig. Also dafür sind die Strukturen da. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Kreisen, weil wir gehören hier zu Kreis Düsseldorf und ja, die haben halt, ja, wie soll ich sagen, den Vorrang dafür. Und gibt jetzt kaum andere Möglichkeit, die Tiere anders zu verschicken halt. Ne? So, und wann hast du dann dir überlegt, ich mache jetzt einen Laden? Also das war damals eigentlich zwangsläufig entstanden, weil, wie gesagt, ich habe jetzt mit meinem Online-Shop angefangen, da war ich auch relativ erfolgreich am Anfang und irgendwann hat sich das rumgesprochen, dass der Thomas schöne Korallen hat und irgendwann fingen die Leute auch zu mir nach Hause, also in meine private Räume reinzulaufen und dann, das war auf Dauer, war das einfach nicht haltbar, das war nicht dafür gedacht und war jetzt nicht im Sinne von meinem Interesse halt. Und genau, das wollte ich nicht und ja, irgendwann habe ich gesehen, okay, das ist halt nicht. In meinem damaligen Zuhause wäre vielleicht eine Möglichkeit, von außen noch einen Eingang zu machen, aber das wollten wir nicht. Ja. Und dann war natürlich die Idee entstanden, okay, dann bau mal vernünftig. Wenn vernünftig machen, dann vernünftig. Und dann haben wir diesen Laden hier quasi übernommen, alles entsprechend restauriert und dann entsprechend umgebaut. Und ja, jetzt sind wir seit 2000. Ja, ich meine 15 hier an dem Ort. Ja, schon knapp 6 Jahre. Ja, genau. Ja. Und dann hier in der Mitte hast du ja ein Prunkstück stehen. Ja. Wie lang und wie breit ist denn das? Das ist 2 Meter breit. Okay, also so breit. 3 Meter lang, 40 Zentimeter hoch. Und da ist schon eine ordentliche Größe. Also man muss natürlich bedenken, ich muss die Tiere auch irgendwie erreichen. Also zu hoch wollte ich dann nicht bauen, weil man würde die Tiere niemals erreichen können für die Kunden und ich sag mal so, für meine Bedürfnisse ist das alles so angelegt, angepasst. Ne? Und dann noch, er hat eigentlich genau das gleiche Becken, dahinter noch einmal. Genau, ja. Sprich, du hast ja eigentlich 6 Meter lange genau Becken hier. Mit Stöcke, die sind größer als mein Kopf. Ja. Ja.
Also da sieht man schon auch ordentliche Wachstumsspitzen, was du da hast. Ja. Wie schaffst du das denn? Es ist ja ein Showbecken und bei mir ist es so, ich habe mal Probleme mit Cyanus, dann mal das. Wie schaffst du es eigentlich, dass dein Becken durchweg 24/7, 365 Tage im Jahr so ausschaut? Viel Arbeit. Also ich wünschte mir auch, das würde von Geisterhand alles erledigt, ist leider nicht. Ja. Ist wirklich sehr viel Arbeit, man muss da sehr viel Liebe reinstecken. Mhm. Und auch wenn ich jetzt eigentlich ein Händler bin, mein Hobby liegt immer noch im Vordergrund. Also ich mache das wirklich leidenschaftlich gerne. Das ist immer noch im Herzen. Ganz genau. Also ich denke mal, wenn ich das nicht hätte, wenn ich das nicht machen würde, dann würde das auch nicht so aussehen. Ja. Und wie man jetzt auch sieht, also ich lege ganz großen Wert auf nachgezogene Tiere. Also ich versuche so wenig wie nötig oder so wenig wie möglich, so viel wie nötig zu importieren. Ja. Weil ich finde, der Markt ist voll. Mhm. Ich kaufe auch gerne von Kunden gepflegte Tiere an. Ja. Quasi so eine Tauschbörse. Kunden können gerne ihre Tiere bei mir abliefern. Alles, was gepflegt und gesund steht, kaufe ich gerne an. Ja. Und so funktioniert das halt. Ne? Viele Tiere sind natürlich aus meiner eigenen Zucht, die schon teilweise fast 20 Jahre alt sind. Ja. Weil die habe ich teilweise auch schon übernommen von einigen meiner Aquarienfreunde damals. Ja. Also so genau kann ich das gar nicht. Ich kann wirklich, die ältesten Tiere kann ich nur schätzen, wie alt die sind und wie oft die schon fragmentiert worden sind und wie viele Umzüge sie schon durchstanden haben und wie viele Pannen sie schon erlebt hatten. Die stehen immer noch da und ja, hin und wieder wechselt sich der Trend. Da muss man natürlich auch entsprechend die Besatzung anpassen. Mhm. Natürlich, mal wollen die Leute das haben, mal das, mal grün, mal rot, mal hart, mal weich, so ist das halt. Man muss natürlich ein bisschen flexibel sein, man muss schauen, dass man da auch immer einige interessante Arten hat, auch für diese exklusivere Kunden, sag ich mal, die jetzt wirklich etwas Besonderes suchen. Nur jeder weiß oder zumindest die meisten wissen, dass wir in letzter Zeit sehr eingeschränkt waren. Da war die Indonesien-Importsperre, da war Corona noch dazwischen. Vulkanausbrüche, Erdbeben, alles Mögliche. Also die Importe wurden wirklich also unheimlich eingeschränkt, beziehungsweise die Auswahl an guten Qualitätstieren ist wirklich eng und wird immer enger. Also man hat wirklich den Eindruck, ne, diejenigen, die dann noch Aquakulturen gezüchtet haben, die haben teilweise wegen Importsperre aus Indonesien auch schon aufgegeben. Also zum Teil ist das wieder quasi von Toten auferstanden. Es läuft im Moment, aber das ist gar nicht absehbar, was da in der Zukunft passiert. Also ich denke mal, diese Nachhaltigkeit, diese Zucht, gerade mal die Aquarianer, die jetzt gepflegte Tiere haben, die rufe ich einfach dazu auf, züchtet, vermehrt die Tiere, bringt die zum Händler wieder, damit man die Importe möglichst wirklich fast so viel wie nötig halt wirklich halten kann. Dadurch wird die Umwelt geschont, denke ich mir. Wir können wirklich dieses wunderschöne Hobby auch weiter zu beiden Zufriedenheit weiterführen, entwickeln und so weiter. Und das ist immer die beste Methode, beste Strategie, finde ich. Ich habe ja auch das Gefühl, dass halt in der Meerwasserbranche immer mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt wird, sei es Steine. Immer mehr künstliches, immer weniger Lehmgestein, Bodengrund, gibt es ja auch sämtliche Bodengrundarten, die halt gar nicht aus dem Meer entnommen werden, die halt für die Aquaristik genommen wird. Ist ja auch schon mal ein Ansatz, denn Korallenzüchten macht dann natürlich halt auch Sinn. Ich habe aber auch gehört, dass gezüchtete Korallen, also von der Korallenfarm, dass die robuster sind und widerstandsfähiger, sprich definitiv. Halt auch, ich sag mal, gerne mal einen Fehler mehr verzeihen als Import. Ja. Das ist so. Man muss sich vorstellen, die Tiere, die jetzt über Import zu uns kommen, da braucht man sich eigentlich, man braucht nicht viel staunen, aber die Tiere werden auf kleinsten Menge Wasser, auf kleinsten Raum relativ lange Zeit transportiert. Gibt es natürlich einige Tricks, die es, sag ich mal,
bisschen ja, vereinfachen. Nichtsdestotrotz, das ist Quälerei für die Tiere. Die müssen erstmal angepasst werden, akklimatisiert werden. Ja. Es ist fast unmöglich, wenn man 100% kauft, 100% irgendwie am Leben zu erhalten. Das ist halt so. Je nachdem, wie die Tiere verpackt werden, wie sie transportiert werden. Also da braucht nur einer einmal stolpern, die Kiste fällt runter, zwei, drei Beutel laufen aus und schon hat man Verluste. Und das ist halt leider, leider, leider immer wieder so. Ja. Und das geht über so viele Hände und Wege und braucht man sich eigentlich nicht wundern, dass das passiert. Deshalb diese Nachhaltigkeit, diese Nachzug, finde ich, es ist super, super wichtig. Ja. Und wenn der Kunde aus der Nähe kommt, sag ich mal, und dann die Tiere mal eine Stunde oder zwei nach Hause transportiert, selbst wenn ich das mit bestem Wissen und Gewissen verpacke und mit Go, mit zertifizierten Versanddienstleister mal in Versand gebe, die Tiere kommen größtenteils ohne Schaden an. Ja. Und sicherlich kann ja immer was passieren. Also wir haben auch schon mal natürliche Feinde wie Frost, ne, und so weiter. Aber ich habe schon wirklich super viele Tiere online auch verkauft, vernünftig verpackt und so. Und in den wenigsten Fällen gab es Probleme halt. Ne. Ja. Du weißt ja, mein YouTube-Kanal, der ist ja für Leute, die gerade anfangen wollen. Ja. Das ist ja immer mein Ziel dahinter. Was hast denn so zwei, drei Tipps für jemanden, der gerade anfängt, der vielleicht noch nicht weiß, wo er halt so Wert drauf legen muss? Ich meine, du bist ja Korallenzüchter. Du hast hier Korallen, die wachsen schon aus dem Wasser raus. Ja. Ja. Sie sind ja riesig auch. Ich sehe von hier aus, da hinten die Wachstumsspitzen von der Milka. Da hinten ist, glaube ich, auch schon Milka, die da schon rauswächst. Ja, die ist einmal gedreht worden von ihrer ursprünglichen Position und die muss noch zurecht, sag ich mal, gezupft werden. Ja, aber, ja. Was sind da so die zwei, drei Tipps, die du halt jemandem, der startet, mit an die Hand geben willst oder kannst? Ich glaube, können tust du mehr, als du willst, aber... Ja, in erster Linie, jeder, der mit Seewasser-Aquaristik anfängt, der soll das erstmal aus Leidenschaft tun. Das ist, ich glaube, das Wichtigste, weil soweit die Leidenschaft nicht da ist, wenn das nur mal so eine Laune ist, würde ich davon abraten, weil das ist, ich denke mal, das ist das Falsche. Ja? Also man wird früher oder später feststellen, dass man sich da getäuscht hat und man hat quasi nichts dadurch erreicht, nur Geld verbrannt. Ja. Bringt nichts. Also wenn die Leidenschaft da ist, lasst euch mal gut beraten, am besten bei Händler, am besten bei mir oder Händler, die wirklich großen Wert darauf legen, die Kunden gut zu beraten. Also nach Mörs kommen. Genau, ja. Fehler vermeiden kann man sicherlich dadurch. Man kann auch sehr viel Geld sparen dadurch. Wenn ich mal überlege, meine Zeit damals, wie gesagt, keine Informationen, kein Internet, Literatur, die nicht immer, sag ich mal, up to date war, hat sich stetig alles weiterentwickelt und so weiter und so fort. Es gab kaum Möglichkeit, da das Wissen zu erlangen. Nutzt die Möglichkeit, lasst euch gut beraten, bei beraten Züchter, ne, bei Händler, bei Leuten, die wirklich Ahnung haben. Sicherlich gibt einen oder anderen, die viel Ahnung haben, nicht unbedingt selber Aquarium haben, aber die lesen viel, die können natürlich auch gut beraten. Aber da ist natürlich eine Vertrauenssache, ja, muss man natürlich wissen. Ich denke mal, wenn man sieht, die Tiere stehen, die gedeihen, dann ist das natürlich beste Visitenkarte. Wenn einer zu Hause ein schön gepflegtes Becken hat, dann ist das die beste Visitenkarte. Und wir haben heutzutage wirklich viele, viele, viele Kunden, die Ahnung haben. Tauscht euch aus. Wie gesagt, kommt zum Händler, schaut euch das mal an. Und das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Ja. Wissen erfahren, Wissen teilen, das ist das Beste, was man machen kann. Wir wollen den Tieren das Beste geben und wir wollen versuchen, wirklich vielleicht mal irgendwann mal dazu kommen, dass wir wirklich vielleicht mal sogar Tiere in die Wildnis zurück auswildern können. Ja. Vielleicht kommt es mal dazu, wer weiß es. Einige Unternehmen, das habe ich auch schon gelesen. Ja. Aber ich habe beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich ihn gesehen, deinen riesen Igelfisch, den du hier drin hast. Ja. Das ist natürlich auch ein Highlight. Ne? Hat er eigentlich einen Namen?
Mein Sohn hatte den einmal genannt, aber ich lege da keinen großen Wert auf die Namen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, super, ja. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte, Thomas. Gerne. Ja. Wir sehen uns bestimmt öfters. Sehr gerne, ja.